Jährlich kommt es zu 500.000 neuen Krebserkrankungen in Deutschland. Weil die wissen genau, wie sie im Europaparlament nicht in sich gefestigte Abgeordnete so manipulieren können, dass sie alle Preise durchsetzen können für immer verrücktere Medikamente. Es gibt kein Land auf der Welt, wo so viele Untersuchungen bedenkenlos ständig gemacht werden dürfen. Und hier kriegt man alle halbe Jahr ein Kontrastmittel mit radioaktiven Substanzen, die für mehrere Leben noch im Grab, die Umgebung verstrahlen. Also die Krebsfälle erhöhen sich dramatisch. Die Überlebensrate ist genauso noch wie vor 40 Jahren. Wir können heute sagen, dass wir eine Situation haben, wo die Krebserkrankungen sich in den letzten 20 Jahren verdreifacht haben. Das autonome Nervensystem, das steuert auch das Krebsgeschehen mit. Das ist vielen nicht bewusst. Herzlich willkommen zum heutigen Video. Mein Name ist Sören Schumann und ich interviewe Dr. Ingfried Hobert rund um das Thema Krebs. Ingfried ist ganzheitlicher Arzt, zahlreicher Buchautor und ja, beschäftigt sich auch sehr viel, oder eins seiner Hauptthemen ist das Thema Ethnomedizin. Das heißt, er hat sich angeschaut, ja, was ist so in den alten Heiltraditionen, welche Methoden wurden dort genutzt, welche Maßnahmen, welche Pflanzen, und ja, diese hat er in moderner Art und Weise zugänglich gemacht für verschiedene gesundheitliche Themen. Wir sprechen heute über das Thema Krebs. Ingfried, vielleicht kannst du noch ein bisschen mehr über dich und dein Tun verraten, bevor wir dann gleich auf dieses große Thema zu sprechen kommen. Ja, vielen Dank für die Vorstellung. Ich danke dir. Ja, bevor ich mich der Ganzheitsmedizin zugewandt habe, habe ich 5 Jahre im Krankenhaus gearbeitet, in der Intensivmedizin, in der Kardiologie und in der Chirurgie und habe dort gemerkt, dass die Schulmedizin zwar schön und gut ist, aber dass das doch nicht alles sein kann. Und mich hat es dann in die Welt hinausgezogen, um zu schauen, was haben andere Kulturen hervorgebracht an Heilwissen? Was hat sozusagen die Schatzkiste der Menschheit, die Schatzkiste des Heilwissens unseres Planeten, was haben wir hier eigentlich in dieser Kiste drin? Was haben Menschen zum Wohl ihrer sozialen Gemeinschaft über Tausende von Jahren zusammengetragen auf den einzelnen Kontinenten? Und in diesem Bereich nennt man Ethnomedizin. Und Ethnopicking sozusagen bedeutet, man schaut jetzt, was davon hat sich über Jahrtausend bewährt und ist es wert, in die heutige Medizin integriert zu werden. Und das ist das, was ich in meiner Praxis hier am Steinhuder Meer mache, aus den verschiedenen Möglichkeiten das Beste von Ost und West herauszupicken und individualisiert für den einzelnen Patienten genau das rauszupicken, was für ihn jetzt hilfreich ist. Bei all den verschiedenen Erkrankungen, die heute regelrecht explodieren. Wir können heute sagen, dass wir eine Situation haben, wo die Krebserkrankungen sich in den letzten 20 Jahren verdreifacht haben und wir diesen Krebs auch verstehen können als ein Autoimmungeschehen, wo etwas aus dem Gleichgewicht herausläuft. Und man kann es sich wie ein Feuer vorstellen. Ein Schwelbrand im Körper, es brennt und dann lodert es plötzlich irgendwo hoch und dann ist das Malheur da. Und die Ursache der Krebserkrankung sind eben diese Silent Inflammation, diese schleichenden Entzündungsprozesse. Und da ist es sehr hilfreich, eben zu schauen, gibt es noch Alternativen außer den schulmedizinischen Ansätzen, Alternativen, die sich in anderen Kulturen bewährt haben und wir heute zusätzlich additiv komplementärmedizinisch einsetzen können. Ja, du hast gesagt, in den letzten 3 Jahrzehnten oder in den letzten 20 Jahren verdreifacht die Krebsrate. Ich habe jetzt noch eine Zahl gefunden. Jährlich kommt es zu 500.000 neuen Krebserkrankungen in Deutschland. Das ist schon Genau. ist ja eine riesige Zahl. Unglaublich. Unglaublich, ja. Und was auch spannend ist, eine Chemotherapiebehandlung kostet 10.000 bis 20.000 Euro. Sollte man ja auch nicht ganz unerwähnt lassen in diesem Kontext. Du hast gesagt, die Grundursache ist Silent Inflammation. Was führt denn zu Silent Inflammation? Was steckt dahinter? Ja, also man kann sich das so vorstellen, dass
es ganz viele Stoffe gibt, die ein Autoimmunfeuer anheizen, solche sogenannten Zytokinstürme. Das heißt, man kann sich das wirklich vorstellen wie ein Feuer. Und jetzt gibt es bestimmte Dinge. Das ist so, wie wenn ich jetzt ein Glas Benzin ins Feuer gieße. Und damit lodert das Feuer. Also man kann jetzt schauen, was löst so ein Feuer aus, was heizt es an, was lässt es hochlodern und was auf der anderen Seite verhindert so ein Autoimmunfeuer, beziehungsweise löscht es oder löscht sogar den kompletten Schwelbrand. Und wenn wir uns all die Faktoren angucken, die Silent Inflammation, also schleichende Autoimmunentzündungen, auslösen, dann haben wir da erstmal eine breite Palette an Umweltgiften, nicht? Das geht los mit Feinstaub, mit Schwermetallen, mit Fluoriden im Wasser, mit Mikroplastik, mit Weichmachern, mit Nahrungszusatzstoffen, Farbstoffen, Geruchstoffen und so weiter. Das geht dann weiter über Genussgifte, Nikotin, Zucker. Das geht weiter über verschiedene Kuhmilchprodukte, die entsprechend solche Autoimmunfeuer anheizen. Das geht weiter mit Omega-6-Fettsäuren, Transfettsäuren, also wirklich sehr schlechte Fettsäuren, die solche Autoimmunfeuer anheizen. Und das geht dann weiter bis hin zu 5G, das ja auch vom Körper entsprechend beantwortet wird. Das sind alles Autoimmunreaktionen, die im Körper entstehen. Und dann haben wir natürlich den ganz großen Bereich Ernährung, echt, den wir ganz breit darstellen können. Und den super, super großen Bereich der eigenen Selbstwahrnehmung und Selbstidentität. Das heißt, wenn wir von wenn wir von einem Feuer, von einem Brand ausgehen, dann können wir sagen, es gibt einen Lebensstil, der proentzündlich ist, der solche Entzündungsprozesse möglich macht und anheizt. Und es gibt einen antientzündlichen Lebensstil, der diese Entzündungsprozesse eben eindämmt. Und es liegt doch in weitaus größerem Umfang in unserer Hand, für welchen dieser Lebensstile wir uns entscheiden. Was für eine biochemische Suppe wir sozusagen jeden Morgen mit unseren ersten Gedanken beginnen zu brauen. Unser Mindset, nicht? Unsere Selbstwahrnehmung, unsere Gedanken, so wie wir uns selbst sehen, wahrnehmen im Mangel, im Füllebewusstsein, so wie wir im Stress sind, im Sympathikus-Modus laufen, so sind wir da natürlich immer wieder eingeladen zu schauen, wie viel Sympathikus-Modus vertragen wir, ohne dass es zu stark entzündungsfrei anheizt, und wie viel Vagustonus, Parasympathikus-Tonus brauchen wir, um damit das Entzündungsfeuer zu löschen. Du Nicht? hast ja Also gerade jetzt. unser autonomes Nervensystem spielt eine ganz wichtige Rolle, und da müssen wir gleich nochmal gezielt drüber sprechen, dieses autonome Nervensystem. Es steuert auch das Krebsgeschehen mit. Das ist vielen nicht bewusst. Also da müssen wir gleich nochmal auf Sympathikus und Parasympathikus vielleicht extra nochmal draufschauen. Du hast jetzt viele Faktoren genannt und die meisten davon habe ich ja selbst unter Kontrolle, mehr oder weniger. Ich kann mich dafür entscheiden, wie ich mich ernähre. Ich kann meine Gedanken beeinflussen. Ich kann schauen, zumindest bis zu einem gewissen Grad, wie viel Toxine nehme ich auf, welchen setze ich mich aus. Ich kann schauen, welche Fette nehme ich zu mir. Ich kann schauen, ob ich generell antientzündliche Maßnahmen oder auch Ernährung oder Nahrungsergänzungsmittel zu mir nehme. Das heißt, ich habe schon sehr viel eigentlich unter Kontrolle. Man kann sehr viel einfach selber beeinflussen. Warum hört man davon nichts in der, sag ich mal, in der konventionellen Meinung oder Aufklärung zum Thema Krebs? Ja, das ist eins der großen Wunder dieser Welt. Genauso, warum wir das schlechteste Essen, was es in Deutschland hat, warum es das in Krankenhäusern gibt. In Altenheimen und Krankenhäusern gibt es das schlechteste Essen, was man sich vorstellen kann. Und wenn man sieht, dass man im Krankenhaus noch eine Scheibe Weißbrot mit einem Stück Kochschinken zum Frühstück kriegt, als Standardnahrung, dann weiß man, wie das Krankenhaus über ganzheitliche Gesundheit denkt. Und
Diese schleichenden Entzündungsprozesse, die sind so intensiv, dass wir sagen müssen, 80% aller Menschen sterben an den Folgen dieser schleichenden Entzündung. Das ist so ein Riesen, eine Gesundheitsindustrie, die so groß ist, dass Arte mal in Amerika vor vielen Jahren eine Riesensendung darüber gemacht hat und gezeigt hat, wie stark nicht nur Nahrungsmittelindustrie und Landwirtschaftsindustrie und Pharmazie unter einem Dach stecken, sondern eben auch zusammen mit den Krankenhausgesellschaften und den großen Lobbyverbänden, die die Ernährungsrichtlinien rausgeben, wie stark das alles miteinander verknüpft ist. Das heißt, das Krankenhaus lebt genauso davon, dass schlechtestes Essen produziert wird, wie die Nahrungsindustrie dieses schlechte Essen in die Welt bringt und die Landwirtschaftsindustrie ihren entsprechenden Beitrag dazu leistet mit Gentechnik und allem anderen. Das heißt, in der gesamten Gesundheitsindustrie in Amerika ist keiner an Gesundheit mehr interessiert. Aus deren Sicht darf man gar nicht an Gesundheit interessiert sein, weil es kontraproduktiv wäre. Glück schwappt das noch nicht so massiv rüber. Die Belege kann man sich auf Arte wirklich sehr gut anschauen. Da sieht man zum Beispiel die Ernährungspyramide, die rausgegeben wird von der American Heart Association, American Cancer Association. Beide Ernährungspyramiden sind ähnlich und setzen an oberster Stelle noch Fleisch und Milch als wichtigste Nahrungsmittel, um gesund zu sein. Die amerikanische Diabetesgesellschaft hat selbst Zucker noch in der Ernährungspyramide drin. Und dann weiß man, wie die Dinge ablaufen. Das muss man sich wirklich angucken, sonst glaubt man das nicht, was ich hier sage. Das sind aber keine bösen Menschen, sondern jeder ist in seinem Feld dabei, eben sein Feld entsprechend zu bedienen, mit dem Ziel der Gewinnmaximierung in dem entsprechenden Feld. Und es gibt auch eine Zahl, die das nochmal deutlich macht. Die Amerikaner machen 5% der Weltbevölkerung aus. Und diese 5% verbrauchen 50% aller auf diesem Planeten hergestellten Medikamente. Und wenn man mal in Amerika weiß und wie die Eltern da Kinder mit Medikamenten versorgen und was Kinder schon an Psychopharmaka schon im siebten, achten Schuljahr einnehmen, das ist einfach unglaublich. Nicht? Mit welcher Leichtfertigkeit man, ohne zu reflektieren. Das sind alles Dinge, die sehr bedenklich sind und die auch langsam immer mehr zu uns rüberschwappen. Und von daher ist es ganz wichtig, dass wir ja auch zu einem neuen Gesundheitssystem finden, das Ernährung absolut in den Mittelpunkt stellt und das in andere Bedeutung als bisher. Wir können es uns nicht mehr leisten, nur weil wir einen Euro im Krankenhaus sparen wollen, den Leuten derart mieses Essen im Krankenhaus anzubieten. Bei frisch operieren, als erstes kriegt man eine Scheibe Weißbrot mit Schinken drauf, ne? Also das ist einfach unglaublich, Ja, was es da müsste tief eigentlich geht. genau andersrum sein. Es müsste biologische Nahrung geben, frisches Gemüse, Salate, Sprossen, grüne Säfte, grüne Smoothies, Obst und alles quasi biologisch höchstwertig. Dann vielleicht noch ergänzen mit tollen Nahrungsergänzungsmitteln, Heilpflanzen, die einfach den Körper so massiv stärken, nur allein auf der körperlichen Ebene, dass die Krankenhausaufenthalte wahrscheinlich um 50% reduziert werden könnten oder noch viel mehr. Aber wie du sagst, verdient ja kaum jemand dran. Ja, man kann es kaum glauben, dass das so ist, aber wir sehen ja, die Realität ist ja so. Ein Krankenhaus könnte ein Platz sein, wenn man dort schon hin muss, dass man dort wenigstens vorgemacht bekommt, wie man ideal am gesündesten leben könnte. Aber man kriegt ja genau das Gegenteil vorgemacht. Ja, es ist schwer in Worte zu fassen. Nochmal zum Thema Krebs. Du hast ja, oder zu dem Thema, was du gerade gesagt hast, du hast gesagt, es hängt mehr oder weniger alles miteinander zusammen. Es geht darum auch, dass viel Geld verdient wird. Lobbyismus ist ein großes Thema. Im Gesundheitssystem geht es nicht unbedingt um Gesundheit, sondern eher um das Gegenteil. Das hat man ja auch in den letzten 3 Jahren bei dieser Plandemie gesehen, dass da halt von den Empfehlungen, also waren jetzt nicht wirklich hilfreiche Sachen dabei, sondern im Gegenteil eher.
auch sogar, man spricht ja jetzt schon von Turbokrebs, dass die Krebszahlen jetzt nochmal explodieren werden oder die Art und Weise, wie der Krebs voranschreitet. Kannst du dazu vielleicht noch kurz was sagen? Ja, das ist ganz einfach. Man muss sich das so vorstellen, da ist ein Autoimmunfeuer, ein Schwelbrand im System. Und jetzt wissen wir natürlich auch, dass eine bakterielle oder eine Virusinfektion, auch eine Corona-Infektion, löst eine riesige Stichflamme aus. Überhaupt keine Frage. Das müssen wir ja auch anerkennen. Und wir müssen aber auch anerkennen, dass auch eine Impfung eine Stichflamme auflöst. Die ist zwar vielleicht nicht ganz so hoch, aber es ist auf jeden Fall ein Zytokinsturm, also ein Aufflackern dieses Autoimmunapparates. Und Menschen, die jetzt schon vorgeschädigt sind mit solch einem Schwelbrand, die also schon so einen Silent Inflammation, Schleichenentzündung im System haben, da wird dieses Entzündungsgeschehen massiv allein durch die Impfung auch angeheizt. Das heißt, ich sehe das ja deutlich gesehen, dass Menschen dann Rheumaschübe kriegen, dass sie Herzinfarkte kriegen, dass Krebserkrankungen plötzlich ausbrechen. Und das kann man sich ganz einfach so vorstellen, dass so eine Impfung eben einen Zytokinsturm auslöst, soll es ja auch, aber trifft eben auf jemanden, wo schon was brennt, hat das für den katastrophale Auswirkungen. Und darüber muss aufgeklärt werden. Man kann nicht sagen, das hat keine Nebenwirkungen. Es geht einfach. Das ist ein Verbrechen. Okay. Kannst du noch was zum Thema Chemotherapie sagen? Weil also die Krebsfälle erhöhen sich dramatisch und ich habe gelesen, die Überlebensrate ist genauso noch wie vor 40 Jahren. Das heißt, selbst man investiert ja Milliarden von Geldern in die Forschung, quasi in die Medikamentenforschung zur Krebsbehandlung. Es gibt eine Standardbehandlung sozusagen, aber es gab jetzt nicht unbedingt einen Fortschritt bei der Überlebensrate oder bei der Überlebenserwartung. Was sollte man zum Thema Chemotherapie für sich allein isoliert wissen? Ja, ich würde es vielleicht so, ich habe es etwas anders beobachtet. Ich sehe vor allem, dass die Vorsorgeuntersuchungen, Darmkrebsvorsorge, Brustkrebsvorsorge, dass obwohl diese unglaublich vielen Vorsorgeuntersuchungen gemacht werden, dies nicht zu einer Verlängerung der Überlebensdauer bei Krebs beigetragen hat. Also selbst wenn man etwas findet, heißt es interessanterweise noch nicht, dass im Durchschnitt die Patienten deswegen länger leben. Das ist ganz, ganz spannend. Was die Chemotherapie angeht, habe ich in 35 Jahren einfach beides gesehen. Ich habe gesehen, dass Menschen durch Chemotherapie zu Tausenden gerettet worden sind, wo Kinder ihre Mütter mit Brustkrebs behalten durften, weil sie eben Chemotherapie gemacht haben. Ich habe aber auch genauso, also weniger Fälle gesehen, aber auch viele Fälle gesehen, aber deutlich weniger, wo die Chemotherapie die Menschen letztendlich völlig zerstört hat und sie deswegen schneller gestorben sind und es gar nichts gebracht hat. Also es gibt beides. Man kann also auf keinen Fall die Chemotherapie grundsätzlich verurteilen. Das wäre falsch. Dazu gibt es einfach zu viele Heilungen. Aber ich bin vielmehr der Auffassung, man sollte viel mehr gucken, was haben die Menschen anders oder besser oder richtiger gemacht, die trotz Metastasen überall im Körper überlebt haben und gerade auch ohne Chemotherapie überlebt haben. Was unterscheidet die von den anderen? Und das ist ein ganz spannender Teil, wo inzwischen verschiedene Amerikaner ganz schöne Bücher geschrieben haben, wo sie solche Fälle gesammelt haben. Dr. Rediger zum Beispiel ist da ein Amerikaner, der ein dickes Buch geschrieben hat, wo er weltweit alle Fälle aufgesammelt hat, wo Menschen völlig austherapiert waren, verloren waren, keine Überlebenschancen hatten und dann aber trotzdem überlebt haben und noch leben. Hat guckt, was haben die alle gemeinsam? Und das sind durchaus genau diese Dinge, die ich gesagt habe. Wir können hier von einer Medizin der Hoffnung jetzt sprechen, nennen wir sie ruhig mal so, Medizin der Hoffnung oder Medizin des Vertrauens, die auf vier Säulen basiert. Nicht? Und das ist das, was diese Menschen miteinander verbindet, die den Krebs überwunden haben.
Das ist auch das, was wir am Steinhuder Meer in meiner Praxis machen, wenn Patienten zu einer 5- oder 5-Tage-Kur oder 10-Tage-Kur kommen. Dann geht es darum, mit diesen vier Säulen zu arbeiten. Die erste Säule ist die Heilung der Ernährung und der Ernährungsgewohnheiten. Eben so anti-entzündliche Ernährung wie möglich. Das zweite ist die Heilung des Immunsystems, der Immunreaktion und vor allem Überreaktionen. Also Ernährung, Immunsystem. Das dritte ist die Heilung der Stressregulation des autonomen Nervensystems. Das autonome Nervensystem, das ja automatisch nach Sicherheit und Verbindung sucht und automatisch versucht, Gefahrenmomente einzugrenzen. Und dieses autonome Nervensystem hat eben einen vorderen Vagusast, einen hinteren Vagusast und einen Sympathikusast, wenn man so will, ein Nervensystem, das genau anatomisch definiert ist, durch den Körper zieht. Und das kann man als Verbündeten gewinnen. Und darüber können wir nochmal extra sprechen, weil das sehr spannend ist. Heilung der autonomen Reaktionen des Körpers und der Stressreaktion und der Stressregulation und Stressintegration. Dazu gehört auch Traumaintegration der alten Themen bis ins Systemische zurück, bis in die letzten Generationen zurück. Nicht? Also Heilung der Nahrung, Heilung des Immunsystems, der Immunbalance. Heilung des autonomen Nervensystems, der Stressregulation. Und das vierte, die Heilung der Selbstwahrnehmung und der Selbstidentität, der inneren Souveränität, wenn man so will. Und da kommt jetzt das ganze Mindset rein. Und da kommen dann auch die asiatischen Philosophierichtungen mit rein. Alles, was wir so aus den indischen Bereich, ayurvedischen Bereich, Vedanta und so kennen, das kann man da alles in diese Säule einbauen. Also Menschen, die sich diesen vier Bereichen zugewandt haben und dabei auch für sich etwas gefunden haben, was ihre Herzkohärenz nach oben bringt. Das gehört jetzt zum autonomen Nervensystem. Das heißt, Menschen, die neue Begeisterung gefunden haben für ein neues Projekt, für eine neue Idee, die aus dem Feld, das sie definitiv krank gemacht haben, aus dem beruflichen Feld oder vielleicht aus dem familiären Feld, aus dem psychosozialen Feld, die aus diesem Feld ausgestiegen sind und woanders etwas gefunden haben, was sie wirklich begeistert hat, wo ihr Potenzial, ihr biologisch angelegtes Potenzial auch abgerufen worden ist. Wo plötzlich wieder alle Zellen beginnen, in eine Richtung zu rudern, weil man wieder weiß, warum und wofür man lebt, sich dadurch wieder ganz anders selbst definiert, in ein ganz neues Füllebewusstsein hineinkommt. Das hat eine so starke vagusstimulierende Vagussystem, also ein Teil des autonomen Nervensystems, stimulierende Wirkung, dass dieser Vagusnerv, der Dirigent all dieser Heilungs- und Regenerationsprozesse ist, dass der so stark wird, dass er alles wieder einsammelt, was nicht richtig funktioniert, neu sortiert und dann rudern wieder alle Zellen in eine Richtung und tanzen vor Freude, weil sie eben ihren Sinn und Auftrag wiedergefunden haben. Nicht? Ja. Und das habe ich schon immer geahnt, dass es so ist. Da habe ich schon vor 30 Jahren drüber geschrieben, aber jetzt ist es in so einem Buch, sind mal hunderte von Fällen definiert worden, wo man auch wirklich nachweisen kann, dass es so ist. Und immer mehr Ärzte sammeln jetzt die Fälle. Und da wird gerade sehr viel veröffentlicht. Und es ist ganz spannend, wo da die Überschneidungsmengen sind. Das heißt, mit diesen vier Faktoren kann ich das Ganze sehr, sehr positiv beeinflussen. Und dann, also würdest du sogar, wenn jemand all das sehr positiv umsetzt, so zum Beispiel bei dir in der Praxis, wird vielleicht sogar über einen längeren Zeitraum begleitet, auf diesen ganzen Ebenen, wird angesetzt, würdest du dann trotzdem teilweise das noch kombinieren mit der schulmedizinischen Therapie oder individuell, wovon würdest du das dann abhängig machen? Ja, das ist jetzt immer eine ganz, ganz individuelle Frage, weil die Patienten, die von allen Teilen, auch aus Österreich, aus der Schweiz, hier in Steinhuder Meer kommen, die wollen natürlich möglichst alle Operationen und Chemotherapie vermeiden. Ich habe die Erfahrung gemacht, der sinnvollste Weg ist wirklich eine Kombination aus beiden Welten. Das heißt, wo immer es möglich ist, etwas rauszuoperieren, alles raus, was keine Miete zahlt, was schon mal weg ist, ist weg. Aber dann mit der Chemotherapie äußerst zurückhaltend zu sein und erstmal der biologischen
Chemotherapie einen Raum zu geben, wo sie wirken kann. Diese Hochdosis Naturmedizin in der biologischen Krebstherapie mit Kurkuma-Infusionen, mit Weihrauch-Infusionen, mit extrem hochdosierten Vitamin-C-Infusionen, 30, 40 Gramm am Tag, DMSO, Schwefel, Oleopoietin aus der Olive, ein Extrakt, das wir auch als Infusion geben. Das sind alles ganz wunderbare Dinge, die wir einsetzen können und wo wir natürlich Woche für Woche beobachten, gehen die Entzündungswerte runter. Der hochsensible CRP-Wert, TNF-Alpha, Interleukin 6, wie die alle heißen. Das heißt, wo immer wir Hochdosis Naturmedizin einsetzen, sehen wir und kontrollieren wir, führen wir ein Bio-Tracking durch, wo wir sehen können, ist der Erfolg auch so, wie wir es uns wünschen. Aber diese Naturmedizin braucht grundsätzlich Rahmenbedingungen, unter denen Heilung gelingen kann. Und das sind eben diese vier großen Ebenen. Wenn wir uns mit der Ernährung einjustieren in eine gesunde Ernährung, die wirklich antientzündlich ist, wenn wir unser Stresssystem regulieren, wenn wir unser Immunsystem, das überschießend ist, einfangen, das Autoimmunfeuer löschen und dann unser Mindset arbeiten, unserer inneren spirituellen Souveränität arbeiten, dann schaffen wir Rahmenbedingungen, unter denen dann auch Naturmedizin ihr volles Wirkspektrum entfalten kann. Und dann haben wir eine riesig große Chance, dass es bei der Operation alleine bleiben kann. Bezüglich der Ernährung, was kannst du da empfehlen? Wie könnte so ein Ernährungsalltag aussehen? Du hast ja gesagt, die Leute sind auch kurweise bei euch. Bekommen die dann auch quasi den Ernährungspart mit integriert oder müssen sie sich selber dann darum kümmern in der Aufenthaltszeit? Da müssen Sie sich selber drum kümmern, weil es ja Praxis für Gesundheit heißt, wir arbeiten in der Praxis und jeder Patient wohnt dann am Stein oder Meer in kleinen Ferienhäuschen am Wasser und versorgt sich da selber. Aber wir entsprechende natürlich Inspirationen und dazu gehört zum Beispiel in der Zeit jeden Tag grüne Smoothies zu nehmen und viel Ballaststoffe zu essen und auf Milch, Zucker, Fleisch und die ganzen ungünstigen Fettsäuren radikal eben zu verzichten. Und das noch als Intervallfasten, wo eben dann nur zwischen zum Beispiel 10 und 18 Uhr gegessen wird und in der Zeit dann eben nur grüne Smoothies und Gemüse. Das unterstützt dann auch den Therapieerfolg und dann kann man in 1 oder 2 Wochen auch etwas mit nach Hause nehmen, was man dann zu Hause weiterführt. Und da merkt ihr wahrscheinlich auch einen großen Unterschied, wenn jemand sich daran hält oder wenn er sich nicht daran hält. Also das seht ihr wahrscheinlich sogar auch in der Diagnostik, wenn das jemand so umsetzt immer oder in halt der nicht. Diagnostik. Wir machen ja auch eine Herzratenvariabilitätsmessung. Das ist seit 5 Jahren ein Stress-EKG, wo wir genau sehen, wie ist der Sympathikus-Tonus, wie ist der Parasympathikus-Tonus. Und wir sehen genau, ob jemand 5 Stunden dann am Handy gesessen hat und alles Mögliche rumgedaddelt hat. Wir sehen auch morgens, wenn er zur Infusion kommt, ob da dunkles Blut oder helles Blut rauskommt, ob der richtig geatmet hat, ob der wirklich tief genug atmet, ob er entsprechend richtig atmet in der Meditation. Das sehen wir an der Blutfarbe. Ganz viele Faktoren, wo wir sehen können, wie gut ein Patient mitmacht und wir sehen, dass die, die gut mitmachen, auch die entsprechenden Erfolge haben. Aber diese Arbeit kann man keinem abnehmen. Man kann nur einladen, inspirieren, motivieren und schauen, dass der Patient dann eben eine Begeisterung entwickelt für das, was er tut und einfach merkt, das bringt mir auch wirklich was. Gibt es spezielle Lebensmittel, wo du sagst, die nochmal einen besonderen Wert haben in der Krebsprophylaxe, aber auch in der Krebstherapie, die man dann vielleicht höher konzentriert zu sich nehmen könnte, regelmäßig? Ja, also wir haben ja das Thema der Ballaststoffe, des Gemüses, da sind die sogenannten Polyphenole drin, die sind ganz klar Entzündungsfeuer löschend. Und wir brauchen ganz viel Brokkoli, Rosenkohl, die ganzen Kohlsorten, grüne Bohnen, Erbsen, also wirklich gutes Gemüse, gerade auch Wurzelgemüse ist hier ganz wichtig. Und das in Verbindung dann eben auch mit einer Naturmedizin, die dann eben auch antientzündlich diesen Prozess unterstützt. Und dann natürlich die Omega-3-Fettsäuren. Das wird immer wieder unterschätzt, welchen Einfluss diese Omega-3-Fettsäuren auf die Entzündungseinwirkung hat. Also wir wissen, dass das rote Blutkörperchen zu 8% aus diesen EPA und DHA Omega-3-Fettsäuren bestehen muss,
damit der Körper auch sein entzündungseindämmendes Potenzial zu 100% eben ausleben kann. Wir stellen aber fest, im Durchschnitt der Bevölkerung in Deutschland besteht das rote Blutkörperchen nur noch zu 2 bis 3% aus diesen Omega-3-Fettsäuren. Das heißt, etwa 5% entzündungseindämmendes Potenzial wird gar nicht genutzt, obwohl der Körper die Fassung dazu hat. Das kommt daher, dass der Fischkonsum in den letzten 20 Jahren so extrem runtergegangen ist, weil die Fische so teuer geworden sind, weil immer weniger Fische deswegen gegessen werden und weil immer mehr Fische aus der Zucht kommen. Und die Zuchtfische haben überhaupt kein Omega-3 mehr, weil sie eben mit dem Gegenteil, mit Omega-6 gefüttert werden. Omega-6 heizt Entzündungsprozesse an, müssen wir in jedem Falle vermeiden, wo immer es geht, weil wir da völlig überfüttert sind mit Omega-6. Wir haben alle viel zu viel, auch Rohköstler haben alle zu viel Omega-6, in diesem Fall, weil sie zu viel Nüsse essen. Und diesen Spiegel zu messen, ist super, super wichtig. Der muss bei 8 liegen. Und liegt er nicht bei 8, muss man als erstes mit dem Omega-3 Algenöl, Omega-3 plus Algenöl, in dem Fall mit Kurkumin versetzt, was ich hier empfehlen würde, was auf die Darmschleimhaut noch eine entsprechende Wirkung hat. Da muss man gegensteuern. Und um dann weiter Entzündungsprozesse einzudämmen, gibt es einen Inflammkomplex aus der arabischen Wüstenmedizin. Das sind all die Heilpflanzen, die dem Cortison am ähnlichsten sind, von denen wir wissen, dass sie ebenso wie Cortison Entzündungsprozesse runterfahren können, aber ohne die ganzen Nebenwirkungen, die Cortison mit sich bringt. Also in diesem Inflammkomplex sind dann natürlich Dinge drin wie Kurkuma, Ingwer, Weihrauch, Weidenrinde, Myrrhe, Schwarzkümmel. Das sind alles die Heilpflanzen, die wir auch in der Bibel schon finden, von denen wir wissen, dass sie die stärksten entzündungseindämmenden Eigenschaften haben bei Autoimmunerkrankungen, zu denen auch die meisten Krebserkrankungen eben zu rechnen sind. Du hast jetzt gerade auch das Thema Rohkost angesprochen. Gibt es für dich einen Unterschied, ob man jetzt zum Beispiel die Gemüse in roher Form zu sich nimmt oder gedünsteter Form? Oder sagst du Hauptsache, es muss rein, weil die meisten Nährstoffe erhalten bleiben und die Ballaststoffe drin sind und die Polyphenole? Ja, es ist ein sowohl als auch. Also ich stelle fest, dass die Menschen am gesündesten aussehen und am gesündesten leben und die beste Gesundheit haben, die schon Gemüse garen und so natürlich erhitzen, dass sie dann vom Körper auch aufnehmbar sind, und dem Körper wirklich wichtigste Nährstoffe zur Verfügung stellen und gleichzeitig natürlich, dass sie ihren Ballaststoffcharakter dabei nicht verlieren. Nicht? Also gedünstetes Gemüse ist aus meiner Sicht immer besser als reine Rohkost, weil wir sehen, da geht einfach zu viel verloren, geht aus dem System wieder raus, weil es nicht aufgenommen werden kann. Was auch noch spannend wäre, was kann denn die Diagnose Krebs anrichten? Du hast gesagt, es gibt immer mehr Vorsorgeuntersuchungen, aber die Überlebenserwartung, die Überlebenserwartung ist, glaube ich, der richtige Begriff, steigt nicht dadurch. Was macht so eine Krebsdiagnose mit den Betroffenen? Ja, also sie versetzt ihn natürlich in Verzweiflung, in Angst. Das heißt, von dem Moment an ist der Patient unter einem Dauersympathikus-Tonus. Und Sympathikus-Tonus bedeutet, er ist im ständigen Überlebensmodus. Nicht? Unser autonomes Nervensystem reagiert mit Herausforderungen auf drei Ebenen. Auf der einen Seite der Freeze-Zustand. Nicht, da ist man abgespalten von sich, man ist hoffnungslos, man ist in der Depression gefangen, man steht völlig neben sich und zieht sozusagen die Decke über den Kopf oder wie wir es in der Pandemie hatten, man versteckt sich hinterm Sofa und hinter Masken und ist froh, dass es jemanden gibt, der einem sagt, wo es lang geht. Das ist der Freeze-Zustand, der Erstarrungszustand, der Totstellenmodus aus der Entwicklungsgeschichte. Und dann hat sich im Laufe der Entwicklungsgeschichte, das war so die erste Stufe der menschlichen Entwicklung, nicht Todstellen als Überlebensmechanismus. Und dann kam in der zweiten Entwicklungsphase, kam jetzt der Fight-and-Flight-Modus. Also entweder ich kämpfe oder ich laufe weg. Das ist der Sympathikus-Tonus, das ist die Stressreaktion, wo der Adrenalin, Cortison ausgeschüttet wird und das System dann in der Anspannung ist, jetzt im nächsten Moment wegzulaufen oder zu kämpfen. Und das in den letzten 10, 20 Millionen Jahren hat sich der vordere Vagusast herausgebildet.
ein drittes Überlebensprinzip, nämlich Überleben durch soziale Kooperation. In dem Moment hat sich die Sprache entwickelt, das Gemeinsame, man ist aufeinander zugegangen, hat im gemeinsamen Wohlwollen versucht, die beste Lösung bei den Herausforderungen zu finden. Und wenn immer das versucht wird, stärkt das den Vagusnerv. Wir sehen es hier beim Meditieren, beim Mantra singen, beim gemeinsamen Yoga machen. Also alles, was Schutz und Sicherheit gibt über soziale Verbindung, trägt der Gesundheit bei. Und während umgekehrt, wenn ich in den Stressmodus komme, dann werden Stoffe ausgeschieden, die der Gesundheit nicht zuträglich sind. Erst recht, wenn es permanent passiert, Tag für Tag, von morgens bis abends, dann ist in Angst und Schrecken sein, dient dann nicht mehr unserer weiteren Entwicklung. Wir brauchen einen guten Vagustonus, weil der Vagus eben auch zuständig ist für Freude, für Lebendigkeit, für Begeisterung, für Potenzial erkennen und leben, für visionäres, vorausschauendes Denken und Fühlen, nicht? Es braucht Vagusübungen, es braucht Meditation, es braucht Rückzug, um diesen Vagus zu stärken, weil er, wie gesagt, als Dirigent der Selbstheilung hier diese ganzen autonomen Prozesse steuert. Und dieses autonome Nervensystem reagiert eben automatisch unterhalb des Bewusstseinsradars. Je nachdem, in welche Richtung man in seiner inneren Haltung eingestellt ist. Nicht? Das kommt in den asiatischen Philosophien, wird das deutlich. Man spricht von Tamas, das wäre der Friesszustand, wo man von sich getrennt ist und in der Depression, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht, also völlig neben sich steht. Oder dann haben wir Rajas, nicht? Der Sympathikus-Tonus, höher, weiter, schneller, immer machen, tun, ich muss noch, ich sollte noch, hier und da und dort. Das heizt Entzündungsfeuer an, ist der Heilung nicht zuträglich. Und dann haben wir den Füllezustand, den Vagustonus, der da mit Freude, mit Lebendigkeit, mit Begeisterung das Leben bewillkommt, so wie es eben gerade kommt, wo man gelassen auf die Dinge schauen kann, innerlich souverän, gut in sich verankert ist und nicht in die Stresswelle reingezogen wird. Da kann Heilung besonders gut gelingen. Und solche Dinge können wir heute messen, auch so wie wir auch die Herzkohärenz messen können über Apps, über unser Stress-EKG jetzt, was wir in der Praxis haben. Da sehen wir, wo der Vagustonus ist, wo der Sympathikustonus ist. Und da können wir auch Infusionen geben, die den Vagusnerv stärken. Wir können spezielle Arten, Meditations- und auch Flow-Übungen machen, die den Vagusnerv stärken. Dazu gibt es auch eine besondere 28-Tage-Übungs-Challenge, können wir auch nochmal verlinken, wenn du magst, wo ich dann 28 Tage durch so ein Programm führe, wie man den Vagusnerv stärken kann. Absolutes Muss für jeden Menschen, der an Krebs leidet, damit er eben seinen Vagustonus, seinen Selbstheilungsmodus entsprechend aufbauen und stärken kann. Welche, was in den Infusionen drin zur Stärkung des Vagusnerves? Geht es da um Nährstoffe wie Magnesium zum Beispiel? Oder? Ja, da ist zum Beispiel Magnesium drin, aber es sind vor allem Aminosäuren, Neurotransmitter, die den Speicher vom Vagus wieder auffüllen. Der Vagus dahinter ist ja eine riesige Biochemie, eine Physiologie und Biochemie, die sich erschöpft, wenn der Vagus ständig versuchen muss, den Sympathikus wieder einzufangen, wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Dann funktioniert irgendwann die Vagusbremse nicht mehr. Und weil die Speicher erschöpft sind, das gehört dann auch Glutathion zu, Acetylcystein, Taurin, nicht? Also ganz viele Aminosäuren, von denen wir heute wissen, dass sie den Vagusspeicher aufbauen. Und wie gesagt, all das ist messbar. Und da sehen wir vorher, hinterher, dass diese Infusionen und auch diese Übungen, auch Meditation, auch die Atemübung, da ist es besonders deutlich sichtbar, wie man sieht, wie allein während der Atmung der Vagustonus ansteigt und der Sympathikustonus runtergeht. Wer das einmal schwarz auf weiß am eigenen EKG gesehen hat, der wird nie wieder vergessen, in der Meditation richtig zu atmen. Ja, das Thema ist wahrscheinlich wichtiger denn je, weil die letzten Jahre und ich könnte mir vorstellen, auch die nächsten Jahre sind ja auch gekennzeichnet durch viel Ängste, Sorgen, mögliche Ereignisse, die eintreten könnten, Spaltungen in der Gesellschaft, in den Familien und
Das ist ganz, ganz wichtig, sich dieser Thematik zu widmen. Siehst du das auch so? Das sehe ich genauso, ja, absolut. Also die Angst ist ein schlechter Berater und bringt uns nicht wirklich weiter und hält uns nur im Sympathikus-Modus gefangen und das ist nicht gut. Zum Schluss noch ein paar kurze Fragen. Darauf kannst du sehr knapp antworten. Und zwar, wenn jemand Krebs hat, die Diagnose, und du könntest ihm drei Dinge mitteilen, drei Dinge empfehlen, drei Tipps geben, welche wären das? Du meinst jetzt Medizin oder allgemeine? Allgemein. Allgemein. Weisheiten, Erfahrungen, drei wichtige Grundsätze. Also der erste Grundsatz ist, alles, was kommt, kann auch wieder gehen. Alles, was kommt, kann auch wieder gehen. Zweiter Grundsatz, die Diagnose müssen wir annehmen. Die ist so, wie sie ist. Aber die Prognose, die müssen wir nicht annehmen. Prognose ist wie ein Wetterbericht. Prognose kann heute so sein und morgen völlig anders sein. Prognose ist veränderbar, ist einem ständigen Wandel unterworfen. Dritte Weisheit: Hör auf dein inneres Gefühl und vertraue dieser inneren Weisheit mehr als Ärzten, egal wie lang der weiße Kittel auch ist. Also mach dir ein eigenes Bild. Und hör auf dein eigenes Gefühl und folge mutig diesem Gefühl und vertraue darauf, dass da Kräfte sind in dir, die dir schon den richtigen Weg weisen. Der kann durchaus dann auch heißen, nach der Operation Chemotherapie, das kann in vielen Fällen dann auch nötig sein. Und da schaue ich in meiner Praxis immer, dass wenn wir den Deal machen, nach einer Operation eine Chemotherapie mal erstmal 2 Monate zurückzustellen, dann gilt das nur unter der Voraussetzung, dass wir Tumormarker und Entzündungswerte beobachten. Und wenn wir dann feststellen müssen, dass eben die Entzündungswerte nicht runtergehen, wenn wir beobachten, dass die Dinge immer schlimmer werden, dann muss auch dann die Reißleine gezogen werden. Da muss man sagen, eben meine Entstehungsgeschichte, meine Lebensthemen sind doch so massiv, dass sie in der kurzen Zeit eben nicht bearbeitbar sind. Okay. Wenn du dich auf drei Wirkstoffe, Substanzen beschränken müsstest, die eine ja, Antikrebswirkung haben. Welche wären das? Also wir haben den Zellschutzkomplex, da sind aus der unserer abendländischen Medizin die jungen Brokkolisprossen drin, mit den dann sind Senfölglykoside aus den verschiedenen Kohlsorten mit drin, Kapuzinerkresse, Meerrettich, also all das, wo wir gute Tierstudien haben, wo wir genau wissen, dass sie eben antientzündlich und wirken und dabei eben das System positiv beeinflussen hinsichtlich der Grunderkrankung. Also Zellschutzkomplex. Komplex und den Inflammkomplex mit den Heilmitteln aus der arabischen Wüstenmedizin. Und das dritte eben das Omega-3 Plus, das Omega-3-Algenöl, zusammen mit der Darmkraft und das Darmmikrobiom zu stärken. Das wären so die vier Basics, wo man sagen kann, hier kann man nichts verkehrt machen, hier kann man das System gut unterstützen. Und wenn dann die Rahmenbedingungen stehen, Heilung der Ernährung, Heilung des Immunsystems, der Stressreaktion und das Arbeiten an der Selbstidentität und der Selbstwahrnehmung, dann sind damit Rahmenbedingungen geschaffen, unter denen Gutes gelingen kann. Natürlich kann man hier keine Heilversprechen machen, ist ja klar, aber wir schaffen auf jeden Fall optimierte Rahmenbedingungen, die Entzündungsfeuer löschen können und damit auch bei dieser Erkrankung eine ganz sichere positive Wirkung erzielen. Okay, letzte Frage. Wenn du der Nachfolger von Karl Lauterbach werden würdest, also wenn du im Gesundheitsbereich was zu sagen hättest auf höchster politischer Ebene, welche drei Dinge würdest du ändern als erstes? Es müsste als allererstes die Dominanz der Lobbyisten, die müsste reduziert werden, weil die wissen genau, wie sie im Europaparlament nicht in sich gefestigte Abgeordnete so manipulieren können, dass sie alle Preise durchsetzen können für immer verrücktere Medikamente.
Und das saugt Geld aus dem gesamten Gesundheitssystem in einer Weise raus, die einfach unglaublich ist. Und dann brauchen wir eine Kontrollinstanz, die schaut, welche Untersuchungen sind wirklich nötig. Es gibt kein Land auf der Welt, wo so viele Untersuchungen bedenkenlos ständig gemacht werden dürfen in Deutschland. Und es ist eine Katastrophe, wie unter dem Mäntelchen, wir müssen auf Nummer sicher gehen, teure MRT-Kernspintenuntersuchungen mit Kontrastmitteln gemacht werden. Da kämpft man, wie du vorhin sagtest, darum, ein Milligramm Quecksilber aus den Zähnen rauszukriegen. Und hier kriegt man alle halbe Jahre ein Kontrastmittel mit radioaktiven Substanzen, die für mehrere Leben noch im Grab die Umgebung verstrahlen. Aber alles unter dem Aspekt, wir müssen auf Nummer sicher gehen. Und das in regelmäßigen Abständen. Also diese Giftstoffe, die in der Diagnostik bedenkenlos gegeben werden, geht gar nicht. Aber die eigentliche Grundlage ist ein ganz neues Gesundheitssystem, das eben auf Ernährung basiert. Wir wissen, dass 80% dessen, was im Supermarkt käuflich zu erwerben ist, nicht unser Leben weiterbringt und dem Leben dient, sondern das Leben eher einschränkt, Lebendigkeit einschränkt auf allen Ebenen. Und solange das möglich ist, dass solche Sachen so billig sind, und gesunde Sachen, die Leben wirklich bereichern, so teuer sind, das müsste völlig rumgedreht werden. Und mit der Ernährung fängt da alles an. Und dann geht es natürlich weiter, das in die Bildung reinzubekommen, nicht? Kinder zu ernähren in der richtigen Weise. Wenn ich denke, was wir für gesundes Frühstück gekämpft haben, wir sind nicht gegen die Elternschaft angekommen, die als gesundes Frühstück immer noch titulieren, Brötchen mit Nutella. Und der einzige Teil des gesunden Frühstücks, drei Scheiben Möhren, die in der Mitte aufgeschnitten waren. Es war noch nicht mal möglich, den Namen gesundes Frühstück zu ändern. Auch das war in der Elternschaft nicht durchzusetzen. Und das bei zwei Töchtern über 18 Jahre. Das ist schon ziemlich unglaublich. Also es braucht hier eine Gesundheitsbildung, die sehr intensiv ansetzt, regelrecht einen Gesundheitsführerschein den Eltern machen sollten, den Politiker machen müssten. Und dann braucht es natürlich einen Politikerführerschein. Es kann nicht sein, dass wir Menschen an der Regierung haben, die selbst nicht im Beruf waren, die keine richtige Ausbildung haben, die über Halbwissen verfügen und die gar nicht die geistigen Kapazitäten haben, um so einen Staat zu führen. Hier muss eben auch gerade in einem Gesundheitsministerium jemand sein, der wirklich eine ganz eigene Kompetenz hat. Und da ist noch viel Arbeit, aber ich bin froher Hoffnung, dass wir uns als Menschheit dahin entwickeln werden und die nächsten Herausforderungen immer besser meistern werden. Also ich lasse mich da nicht in das Feld der Angst und des Jammerns hineinziehen. Ich sehe das als Herausforderung für uns alle und wir werden da ganz sicher Wege finden. Und ich sehe es in meinen ärztlichen Ausbildungen. Es sind genügend Ärzte, die zur Ausbildung kommen, Heilpraktiker, Menschen, die sich da weiterbilden. Und das Feld der Menschen, die da immer wacher, bewusster werden, die sich nicht von Impfstrategien und Lockdowns verführen lassen. Die Zahl derer wird immer größer. Und jetzt, wo wir das auch mit dem Vagusnerv immer mehr verstehen, dass man diesen Vagusnerv aktivieren kann, dass es da Techniken gibt, Flow-Übungen gibt, das wird auch dazu beitragen, dass Menschen mehr in der Herzkohärenz, mehr bei sich sind und damit auch wacher und weiser, vor allem weiser entscheiden. Okay, vielen Dank, lieber Ingfried, gerade auch für den, ja, den bewegenden Schlussappell, würde ich so sofort unterschreiben. Und ja, den Link zu deiner Praxis, zu deiner Homepage und auch zu den Produkten findet ihr in der Videobeschreibung. Vielen Dank für dein ganzes Wissen und deine ganzen Erfahrungen und auch den Mut, das mit uns zu teilen. Das ist ja heutzutage nicht mehr selbstverständlich, leider. Und ja, ich denke, wir sind durch an dieser Stelle. Können uns verabschieden und ich freue mich schon auf das nächste Mal. Ja, sehr gerne. Vielen Dank, bis dann. Bis dann, tschüss. Tschüss.